Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wenn ihr auf diesem Channel gelandet seid oder den Titel gelesen habt und draufgeklickt habt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, Krafttraining zu betreiben bzw. dem Ganzen eine Chance gibt oder es tatsächlich schon ausprobiert habt. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt meine Top 5 vorstellen an Gründen, warum ihr heute, vielleicht auch morgen, mit Kraftsport starten solltet, warum es genau das Richtige für euch ist und welche Vorteile sich für euch bieten. Viel Spaß mit dem Video. Grund Nummer 1, der für Kraftsport spricht, ist definitiv die Tatsache, dass euer Grundumsatz wächst. Was ist euer Grundumsatz? Der Grundumsatz ist die Menge an Kalorien, die ihr tagtäglich benötigt, um zu existieren, um zu leben, damit alle Körpervorgänge reibungslos funktionieren. Also die Menge an Kalorien, die ihr jeden Tag zuführen dürft. Das ist jetzt beim einen 1400, beim anderen 1800 Kalorien. Kommt drauf an, welches Geschlecht ihr habt und wie eure Körperkomposition ist. Auf jeden Fall sorgt ihr mit Krafttraining dafür, dass eure Muskelmasse wächst und dadurch logischerweise auch euer Grundumsatz ansteigt. Wenn man sich Muskelmasse genauer anschaut, dann stellt man fest, dass Muskelmasse stoffwechselaktive Masse ist. Das bedeutet, im Gegensatz zu Fettmasse, die einfach nur hier leblos am Körper rumhängt und nichts tut, verbrennt Muskelmasse tatsächlich Energie und braucht Energie, um zu bestehen. Sprich, wenn ihr jetzt Krafttraining betreibt, dann verbrennt ihr nicht nur während des Trainings Kalorien, wie es bei den meisten Sportarten der Fall ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, dann verbrenne ich 400-500 Kalorien, komme nach Hause und okay, ich habe 400-500 Kalorien verbrannt, aber beim Krafttraining habt ihr tatsächlich den Vorteil, dass das Ganze erst ins Rollen kommt. Also ihr kommt nach Hause, habt Kalorien verbrannt und fangt jetzt an, Muskeln aufzubauen. Das Ganze ist ein stetiger Prozess, das heißt, langsam aber sicher wird euer Grundumsatz ansteigen und ihr könnt immer und immer und immer und immer mehr essen. Geil, oder? Stichwort Stoffwechsel, ich habe einen eingeschlafenen Stoffwechsel, ich muss nur ein Stück Kuchen anschauen und ich werde fett. Nein, Leute, glaubt mir wirklich, fangt mal an mit Kraftsport, dann wächst euer Motor, euer Grundumsatz steigt und euer Stoffwechsel wird lebendiger. Denn was ist im Volksmund ein eingeschlafener Stoffwechsel? Es ist nichts anderes als ein zu niedriger Grundumsatz. Punkt Nummer 2 auf meiner Liste ist die Körperhaltung. In der heutigen Gesellschaft ist das Thema Körperhaltung wichtiger als je zuvor, denn die meisten von uns, mich eingeschlossen, verbringen den Großteil des Tages sitzend, in einer sitzenden Tätigkeit, irgendwo auf der Couch, im Büro, auf dem Stuhl, in der Schule, auf irgendeinem scheiß unbequemen Holzstuhl. Und da schläft halt wohl oder übel die Körperhaltung ein. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Muskeln gezielt trainiert, die eben bei diesen sitzenden Tätigkeiten erschlaffen. Und es ist halt größtenteils die rückwärtige Muskulatur, also die hintere Schulter, die Rückenmuskulatur. Und die wird halt im Alltag heutzutage kaum mehr beansprucht. Und da kommt das Krafttraining zum Einsatz, denn beim Kraftsport kann man gezielt Muskelgruppen trainieren, vor allem auch ganz, ganz wichtig in den meisten Fällen die Rückenmuskulatur. Und damit könnt ihr sozusagen dafür sorgen, dass eure Haltung einfach wieder in diese aufrechte, natürliche, optimale Position gezogen werden und ihr somit eine wunderbare Körperhaltung annimmt. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass gewisse Muskeldisbalancen, die zustande kommen in Form von einem Rundrücken oder einem Hohlkreuz, kennt jeder die beiden Phänomene, dass die nicht einfach von irgendwo herkommen und dass man die nicht einfach mit einer Pille, die man schluckt oder indem man 10 Minuten joggen geht, beseitigen kann. Da muss man wirklich gezielt gewisse Muskelgruppen trainieren, stärken, festigen und das schafft man nur durch Krafttraining. Punkt Nummer 3, so ziemlich mein Lieblingspunkt, wenn ich ehrlich bin, denn wenn man an Kraftsport denkt, dann poppt in den meisten Leuten irgendwie die Vorstellung auf, okay, man bekommt einen schönen durchtrainierten Körper, man ist gesund, man ist sportlich, aber in meinen Augen geht es noch viel, viel weiter. Denn die meisten wissen gar nicht, was das Ganze mit eurem Selbstbewusstsein, allgemein mit eurer Psyche anstellt. Ich glaube, jeder von euch, der schon mal in der Vergangenheit Kraftsport betrieben hat, wird das Ganze bezeugen können. Kraftsport ist nichts, was euch über Nacht Muskeln beschert, sondern das Ganze ist ein schleichender, langsamer Prozess. Das ist ein Grund, warum viele auch dem Ganzen keine Chance geben, nach 2, 3 Wochen abspringen, keinen Bock mehr haben, weil sie nicht direkt Resultate sehen. Und das ist ein Grund, der für die meisten von euch wahrscheinlich eher negativ klingt und davon abhält, Kraftsport zu machen, eben weil es so mühsam ist und langsam geht.
aber versucht mal daran, den eigentlichen Vorteil zu erkennen. Denn ihr seid diejenigen, also wenn ihr regelmäßig Kraftsport durchzieht und dementsprechend eine tolle, athletische, gesunde Figur aufbaut, seid ihr diejenigen, die es durchgezogen haben, die Disziplin aufgebracht haben, konsequent Einheit für Einheit durchzuziehen, das Ganze über Monate, über Jahre. Und ich finde, dann hat man sich so einen Körper echt verdient. So ein Körper wird einem nicht geschenkt, so ein Körper fällt nicht vom Himmel, den kann man nicht von einem Baum pflücken, sondern jeder, der eine tolle athletische Figur hat, hat sie sich definitiv hart erarbeitet. Und es geht noch weiter, Leute. Die Disziplin, die ihr jedes Mal in eurem Training an den Tag gelegt habt, die spiegelt sich logischerweise dann auch im Alltag wieder. Ihr werdet in verschiedenen Bereichen eures Lebens einfach feststellen, dass ihr disziplinierter seid, dass ihr mehr durchzieht, dass ihr mehr Durchhaltevermögen habt, mehr Biss einfach. Und ja, seid einfach gespannt, was das Ganze mit eurem Leben anstellt. Mein Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt und es hat mein Leben total verändert. Sonst würde ich hier nicht hocken und so über Kraftsport schwärmen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Deswegen unterschätzt auf keinen Fall die psychologischen Effekte von Krafttraining. Punkt Nummer 4, Zeit für dich. Wann hast du das letzte Mal, außer wenn du regelmäßig zum Sport gehst, wirklich Zeit in dich selbst investiert? Für mich ist Kraftsport viel, viel mehr geworden als nur stumpfes Rumgepumpe, um geil auszusehen. Nein, tatsächlich ist es für mich wie so eine Art Ausgleich geworden. Einfach, um mal so ein bisschen runterzufahren, Stress abzubauen, Zeit für sich selbst einzuräumen. 1-2 Stunden am Tag, wo man wirklich konzentriert und egoistisch wirklich nur an sich selbst denkt, um sich selbst auf ein neues Level zu bringen. Körperlich, psychisch, seelisch, keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht. In meinen Augen ist es einfach ein riesen Vorteil und ganz, ganz wichtig, was ich euch auf jeden Fall hier mit auf den Weg geben möchte, ist, fresst Stress nicht in euch rein, wenn ihr irgendwie in der Schule oder in der Familie oder im Job irgendwelche Probleme habt. Nehmt die Probleme nicht mit ins Bett, powert euch davor aus, macht ein kleines Homeworkout oder macht ein kleines Training im Fitnessstudio, dann seid ihr viel, viel gelassener, könnt diesen Stress irgendwie förmlich verpuffen lassen in der Luft. Und ja, das sind so meine Erfahrungen. Macht eure Erfahrungen und probiert es selbst aus. Last but not least, wir sind bei Punkt Nummer 5 angekommen, den gesundheitlichen Vorteilen von Kraftsport. Und jetzt werden die meisten von euch wahrscheinlich denken, wie kann denn das sein? Denn durch Kraftsport verbessert ihr die Knochendichte. Tatsächlich tut ihr eurem Rücken, euren Bandscheiben was Gutes. Und das ist für manche vielleicht verwunderlich, weil viele immer denken, hey, wenn ich jetzt Kraftsport mache, mit schweren Gewichten trainiere, dann mache ich mir doch alles kaputt. Aber es ist nicht der Fall. Die Leute, die beim Kraftsport übertreiben, natürlich viel zu schwere Gewichte wählen für ihren Trainingsfortschritt, die können sich was kaputt machen. Aber wenn ihr mit moderaten Gewichten oder angemessenen Gewichten für euren Trainingsfortschritt trainiert, dann sorgt ihr wirklich dafür, dass sich eure Knochengelenke einfach ernähren. Eure Bandscheiben brauchen Belastung. Wenn ihr den ganzen Tag so rumhängt und eure Bandscheiben in Anführungszeichen schont, dann erreicht ihr genau das Gegenteil. Von der mentalen Gesundheit müssen wir gar nicht reden, da habe ich euch vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Eure Glückshormone werden ausgeschüttet durch ein erfolgreiches Training. Ihr könnt Depressionen vorbeugen. Ich bin jetzt kein Typ, der irgendwelche Studien verlinkt, aber ich spreche jetzt einfach aus eigenen Erfahrungen und aus Erfahrungen von Kunden, von Followern von mir, von Erzählungen meiner Freunde, Bekannte und so weiter und so fort. Vielen, vielen Krankheiten kann man positiv entgegentreten, wie jetzt beispielsweise die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die an erster Stelle der Todesursachen in Deutschland stehen. Also falls ihr dem Ganzen einfach mal positiv entgegenwirken wollt, sei es Bluthochdruck, sei es ein hoher Cholesterinspiegel, das sind alles so Sachen, die man wirklich, also in meinen Augen, easy vorbeugen kann. Also falls ihr auch im Körper was Gutes tun wollt, scheiß mal auf die ganzen positiven anderen Effekte, was jetzt die Optik, was jetzt das Selbstbewusstsein angeht. Falls ihr auch eurer Gesundheit was Gutes tun wollt, macht Sport und vor allem macht Kraftsport. Viele, viele Leute orientieren sich nur am Körpergewicht und sagen, naja, ich bin 1,80 Meter groß, wiege 80 Kilo, das ist doch Normalgewicht, das ist doch alles noch im Rahmen. Nein! Viel, viel wichtiger als euer reines Körpergewicht ist die Körperzusammensetzung. Wie prozentual, welchen Anteil macht jetzt die Körpermuskelmasse aus und welchen Anteil macht die Fettmasse aus? Ihr könnt 80 Kilo wiegen und komplett aus Fett bestehen. Genauso könnt ihr 80 Kilo wiegen und ein Muskelberg sein, der kein Gramm Fett besitzt. Das heißt, orientiert euch nicht am Körpergewicht, schaut wirklich
mal eure Körperkomposition an, wie ist das Verhältnis Muskelmasse, Fettmasse, und das ist ein Punkt, den man durch Krafttraining verändern kann und den man wo man wirklich durch Krafttraining eine Veränderung schaffen kann. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken, was meine Liebe dem Kraftsport gegenüber angeht. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da an die Leute, die bisher schon Kraftsport betrieben haben. Mich würde interessieren, was ist so euer Hauptgrund, warum ihr das Ganze macht? Was treibt euch jedes Mal an? Und an die Leute, die bislang noch kein Krafttraining gemacht haben, welcher Grund in diesem Video hat euch sozusagen dazu bewegt, dass ihr dem Ganzen jetzt vielleicht eine Chance geben möchtet? Welcher Grund hat euch bislang davon abgehalten, Kraftsport zu machen? Würde mich mega interessieren. Und ansonsten lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat oder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.